Vor ein paar Tagen kamen einige Klassenanpassungen, und zwar betreffend den Paladin und den Schurken. Diese möchte ich kurz mit euch durchgehen. Vor allem der Schurke hat einen interessanten neuen Bild bekommen zum Spielen. Also lasst uns reintauchen. Los geht's mit den Änderungen bei dem Paladin. Und zwar die erste Änderung betrifft die Rune Hammer der Rechtschaffenen. Es verursacht jetzt den dreifachen Schaden eurer Handwaffe als Heiligschaden. Davor war es zweimal, also ein kleiner Buff für diese Rune. Die nächste Änderung betrifft die Rune die Kunst des Krieges. Und zwar hier, das verkürzt die Abklingzeit von Exorzismus um eine Sekunde, jetzt verkürzt es um 2 Sekunden. Viele Spieler haben deshalb eine schnellere Waffe genommen, also eine schnellere Zweihandwaffe, damit das einfach öfters prockt, also die Kunst des Krieges, damit sie Exorzismus im Prinzip durchspammen können. Und Blizzard will davon ein bisschen weg, deshalb auch diese Änderung der Rune. Die Rune Heilige Opferung wurde ersetzt durch Hand der Abrechnung, und zwar die hier. Während ihr diese Fähigkeit kennt, ist der Bedrohungsbonus von Zorn der Gerechtigkeit auf 80% erhöht. Wenn ihr von anderen Charakteren geheilt werdet, sorgt Zorn der Gerechtigkeit dafür, dass ihr Mana in Höhe von 25% der hervorgerufenen Heilung erhaltet. Also richtig nice mit Mana-Zurückgewinnung. Vor allem für Tanks ist das hier eine willkommene Änderung. Die nächste Änderung betrifft das Talent Heiliger Schild. Und zwar bei Aktivierung des Heiligen Schilds gewährt es euch nicht mehr 2 Angriffskraft pro Verteidigungspunkt, sondern 2 Spellpower. Damit will Blizzard ein paar andere Runen interessanter machen, wie zum Beispiel die Rune hier. Das ist auch die nächste Änderung. Das ist formbarer Schutz. Und zwar, wenn ihr das Heilige Schild benutzt, dann verdoppelt jetzt die Rune den Spellpower-Bonus. Das ist das Heilige Schild, was damit gemeint ist. Davor, wenn ihr das aktiviert habt, habt ihr 2 Angriffskraft pro Verteidigungspunkt bekommen. Jetzt bekommt ihr 2 Spellpower. Und die nächste Änderung ist jetzt die hier. Formbarer Schutz. Das erhöht die Spellpower, die ihr bekommt, um 100% nochmal. Damit wollen sie die Rune einfach attraktiver machen. Die nächste Änderung betrifft die Rune Verteidiger. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die wurde ersetzt für Shock and Wave. Das ist die Rune hier. Und zwar, ihr bekommt Spellpower dazu für 1 Minute, wenn ihr Holy Shock castet. Und genau, also was für Heiler, eine Heilerrune. Davor war das ja so, Red Paladin konnte sich entscheiden zwischen rechtschaffende Vergeltung und Verteidiger. Verteidiger war deutlich besser, weil es hat eure Stärke, Beweglichkeit und Angriffskraft pro Talentpunkt, was ihr hier reinsetzt, um 5% erhöht. Das heißt, danach um 15% insgesamt. Und das gibt es jetzt leider nicht mehr, aber dafür wurde das Talent hier geändert. Das erhöht jetzt eure Angriffskraft um 15%. Also eine Light-Version von der Verteidiger-Rune, die wir davor hatten. Blizzard hat es deswegen gemacht, weil die Rune anscheinend wohl einfach zu stark war. Dann die letzte Änderung für den Paladin, Schild der Rechtschaffenheit. Verursacht jetzt Schaden in Höhe des doppelten Schildblockwerts des Paladins plus einen zusätzlichen Schadensbetrag basierend auf der Angriffskraft. Und hier eine Anmerkung der Entwickler, die Schadenskalierung dieser Fähigkeit war nicht zufriedenstellend. Daher haben wir den Betrag des Schildblockwerts zum Schaden verdoppelt. Also ein kleiner Buff für Tank-Paladine. Beim Rogue gibt es einige große Änderungen, und zwar Blizzard will einen neuen Spec spielbar machen. Also die wollen einfach, dass die Leute nicht nur Verstümmeln spielen die ganze Zeit, weil Verstümmeln einfach verdammt stark ist. Jetzt wollen sie die Fähigkeit Meucheln, also Backstab, wollen sie jetzt stärker machen. Und das wollen wir uns mal hier kurz anschauen. Und die erste Änderung ist hier, anstatt der Verstümmeln-Rune nimmt ihr jetzt die hier. Wenn ihr die Rune sockelt, müsst ihr nicht mehr hinter dem Ziel stehen, wenn ihr Meucheln, Hinterhalt oder Erdrosseln benutzt. Und Meucheln hat eine 15% Chance, dass ihr euren nächsten Hinterhalt benutzen könnt. Und zwar nicht im Stealth. Also schon eine große Änderung, aber die größte ist wohl die hier, und zwar hinterhältiger Mord wird angepasst. Das reduziert die Kosten um 30 Energie anstatt vorher 20 und erhöht den Schaden bei Nichtspielern um 60%. Also das ist schon wirklich massiv, und da wird es Konkurrenz geben für den Verstümmeln-Spec. Ich habe das schon getestet, das schaut schon wirklich sehr, sehr strong aus. Und ich finde es gut, dass Blizzard jetzt mehrere Builds für den Schurken möglich macht. Der ultimative Test kommt aber noch, der Schadenstest. Das wird sich zeigen, wie sich das in Raids entwickeln wird mit den ganzen Buffs. Aber es schaut auf jeden Fall sehr gut aus für den neuen Spec. Und für der Vorteil wird auch angepasst, die Rune. Und zwar, das triggert jetzt auch bei, wenn ihr pariert. Und es gewährt euch einen Kombo-Punkt. Anmerkung von Blizzard, die soll Tanks die Möglichkeit geben, Kombo-Punkte aufzubauen, um ihre 2 Finisher sozusagen aufrechtzuerhalten, ohne sich vollständig auf Erde unter Dieben verlassen zu müssen, also der Kopfrune. Schiff wird ersetzt durch die neue Rune Cutthroat. Das ist die Rune, die euch ermöglicht, dass ihr diese 15% Triggerchance habt für Meucheln, also für den neuen Spec, für den Rogue. Und Schiff war jetzt eh nicht so beliebt, die Rune.
Die nächste Anpassung betrifft die Rune Parierdolch. Ihr werdet 100% Parierchance, bis sie das nächste Mal einen Angriff parieren, anstatt 10% parieren. Und es reduziert jetzt die Energiekosten von Finsterer Stoß für die nächsten 10 Sekunden um 20 und gewährt einen Kombo-Punkt. Das wurde reduziert von 3 auf 1 jetzt. Und ja, im Prinzip hat jetzt Blizzard die Synergie zu dem Sinister Strike geschaffen, also zum Finsterer Stoß. Das profitiert auch von den Talenten von Finsterer Stoß. Also eine schon deutliche Verbesserung der Rune für Tanks jetzt, für Rogue Tanks. Und die Rune Massacre wurde angepasst. Es bekommt jetzt einen coolen Effekt dazu. Und zwar halt euch das, wenn ihr Schaden mit Blutung macht. Und zwar um 40% des gemachten Schaden. Aber auch nicht bei Blutung, sondern bei der neuen Rune Blutroter Sturm. Also da würdet ihr es auch bekommen, wenn ihr das benutzt. Das heißt, für Tanks wäre das was. Wenn wir jetzt mal hier drauf drücken, seht ihr das auch, bekommt ihr hier ziemlich viel Leben zurück, was ziemlich nice ist. Schaut aktuell noch ziemlich stark aus. Mal schauen, ob sie das nerft. Aber für Tank Rogues schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Und die letzte Änderung, Dolch Fächer. Und es wurde jetzt genervt auf 50% Waffenschaden mit Dolchen 75. Blizzard hat es einfach als zu stark empfunden und deshalb auch der Nerf. Das war schon mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Das waren die Änderungen für den Paladin und für den Rogue. Was haltet ihr von diesen Änderungen? Findet ihr die gut oder findet ihr die schlecht? Wie immer ab in die Kommentare. Danke, bis zum nächsten Video. Thank you.